Herzlich willkommen zu Finance TV. Unser heutiger Gast hat einen Tarifkonflikt geschlichtet, sich den Titel Queen of Cash verdient und zuletzt auch noch eine Milliardentransaktion gestemmt. Und ganz wichtig, unser heutiger Gast ist CFO des Jahres 2021. Bei mir ist Melanie Kreis von der Deutschen Post DHL. Herzlichen Glückwunsch, schön, dass Sie hier sind. Ja, ganz herzlichen Dank. Freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Frau Kreis, Sie haben ja zu Beginn Ihrer Karriere erstmal einen anderen Weg gewählt und waren zunächst bei McKinsey. Dann haben Sie Deals gemacht für den Private Equity Investor Apax. Das sind ja ganz andere Arbeitsumfelder. Wie groß war der Kulturschock, dann zu so einem großen Konzern wie der Deutschen Post zu gehen? Ja, das war natürlich schon eine ziemliche kulturelle Veränderung. Ich hatte halt vorher, also erstmal, ich bin Physikerin von Hause aus. Das war schon ein Wahnsinnsschritt für mich, erstmal zu so einem Laden wie McKinsey zu gehen. Dann war Private Equity nochmal was ganz anderes. Und dann habe ich den Schritt in ein großes deutsches Unternehmen gemacht und habe da auch M&A-Projekte gemacht und war es halt von einer Private Equity-Firma gewohnt, dass man alles im kleinen Kreis schnell regelt. Und plötzlich musste ich natürlich erstmal diesen Konzern und seine Strukturen verstehen und die Entscheidungswege und wer noch alles eingebunden werden muss. Also das war schon eine große Veränderung, aber gleichzeitig habe ich auch gesehen, dass auch große Unternehmen sehr dynamisch sein können. Sie hatten dann auch eine sehr dynamische Situation, nachdem Sie 2014 in den Vorstand aufgerückt sind. Sie waren zunächst zuständig für Personal und waren Arbeitsdirektorin und es gab 2015 einen Tarifkonflikt, der eskalierte so ein bisschen in so eine Streikwelle. Es war alles etwas verfahren, das haben Sie dann gelöst. Wenn Sie einen entscheidenden Faktor benennen sollten, der das Ganze aufgedröselt hat, wie haben Sie das geschafft? Was war der wichtigste Punkt? Ich glaube, es waren zwei Faktoren. Das eine ist, dass wir halt zutiefst davon überzeugt waren, dass wir hier eine grundsätzliche Weichenstellung für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und damit auch für die Arbeitsplatzsicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen treffen mussten. Und deswegen haben wir so hart in dieser Sache gekämpft. Aber ich glaube, das Zweite, was auch wichtig ist, man muss dann hinterher am Schluss auch in der Lage sein, Brücken zu schlagen und einen Kompromiss zu finden, mit dem dann eben auch die andere Seite leben kann. Denn nicht immer im Leben kann man seinen Wunsch 100% durchsetzen. Und deswegen war es, glaube ich, diese Kombination aus einem klaren Ziel haben, aber auch bereit sein, Kompromisse zu machen, um über die Ziellinie gemeinsam zu kommen. Das hat ja dann ganz gut geklappt. Sie sprachen es eben schon an, Sie sind von Haus aus auch durchaus M&A-affin. Das war am Anfang auch sehr gefragt bei der Deutschen Post. Es galt, den britischen Konzern Excel zu integrieren. Es gab dann den Verkauf der Postbank. Das waren alles Projekte, an denen Sie beteiligt waren. Dann war im großen M&A-Geschäft relativ lange Funkstille und dieses Jahr kam aber wieder was. Der Logistiker Hillebrand, Spezialist für Seefracht, den haben Sie auf dem Zettel für 1,5 Milliarden Euro ohne Schulden. Wieso gerade jetzt in dieser Phase die Rückkehr ins großvolumige M&A-Geschäft? Ja, ich glaube, wir hatten vor 20 Jahren eine Phase, wo wir den Konzern in seiner heutigen Form geformt haben. Also wenn man nochmal zurückdenkt, vor 25 Jahren waren wir ein rein deutsches Unternehmen, die Deutsche Post. Da gab es nichts Internationales, da gab es kein großes internationales Logistikgeschäft. Und deswegen hatten wir in dieser Ursprungsphase sehr, sehr viele große Akquisitionen. DHL, Excel sprachen Sie gerade an. Und dann hatten wir einfach das Gefühl, okay, die Grundstruktur dieses Konzerns steht. Und es ging jetzt einfach darum, dass alle Familienmitglieder eine gute operative Performance hinkriegen, dass wir das Haus aufräumen. Und wir hatten einfach das Gefühl, dass jetzt der Punkt gekommen ist, wo wir in allen fünf operativen Divisionen auf einem sehr, sehr guten Pfad sind und haben immer gesagt, dass wir dann uns auch inorganisches Wachstum anschauen werden, aber nur, wenn es in unserem Kerngeschäft ist, nur, wenn es qualitativ hochwertige Assets sind und natürlich auch, wenn es zu einem vertretbaren Kaufpreis gelingt. Und da gab es halt lange Zeit nicht so viele und wir sind sehr, sehr froh, dass wir dann bei Hillebrand zum Zuge gekommen sind. Großer Vorteil, Sie mussten sich jetzt nicht lange Gedanken machen, wie Sie das wohl finanzieren können. Zum ersten Halbjahr dieses Jahres gab es eine Liquidität von 3,8 Milliarden Euro und Sie haben auch in Corona sehr konservativ finanziert, haben nochmal 2,25 Milliarden Euro über Anleihen auch eingesammelt. Würden Sie rückblickend auch sagen, naja, vielleicht war das fast ein bisschen viel des Guten? Ja, also ich glaube, wir wussten eigentlich schon, als wir im Mai 2020 rausgegangen sind, dass wir wahrscheinlich das gesamte Volumen nicht brauchen werden. Da war mit Sicherheit ein konservatives Sicherheitspolster mit eingeplant. Aber ich glaube, im Nachhinein ist man immer schlauer und wir haben das natürlich auch mit unserem Aufsichtsrat intensiv besprochen und waren uns alle gemeinsam der Meinung, dass das zu dem jetzigen Zeitpunkt im Mai 2020 die richtige Entscheidung war. Sie erwarten ja auch nicht zuletzt durch die Entwicklung der zurückliegenden Monate ein Rekordergebnis für 2021. Sie haben die Prognose jetzt gerade nochmal erhöht auf 7,7 Milliarden Euro, nochmal rund 10% über dem vorher erwarteten.
Sie haben selber auch den Konzern stark auf Profitabilität getrimmt und man erzählt sich, dass es angeblich in jedem Finanzmeeting mindestens einmal um Cashflows geht. Stimmt das? Ja, ich sage immer, die Leute können das wahrscheinlich nicht mehr hören, aber wir haben einfach sehr, sehr klare Prioritäten. Und ich sage auch immer bei einer Organisation wie der unseren, wir haben weltweit mehr als 570.000 Kolleginnen und Kollegen, da muss man konsistent über lange Zeit dieselben Messages in die Organisation senden, damit das dann irgendwann auch überall ankommt. Und ja, mein Mantra ist Cash is King und ich glaube, inzwischen ist es wirklich überall angekommen. Und das ist dann auch total schön zu sehen, wenn man dann mal ein Business Review mit Kollegen in Indonesien macht und die einem dann genau dieselben Prioritäten erzählen und dann von denen halt kommt, ja, und wir wissen ja, Cash is King, dann weiß man, dass man irgendwie die Nachricht wirklich in die Breite der Organisation getragen hat. Es wird auch einiges an Cash benötigt, weil sehr große strategische Investitionen auch bevorstehen. In den kommenden Jahren sollen 2 Milliarden Euro in die digitale Transformation fließen. Es sind 7 Milliarden Euro vorgesehen bis 2030 für Klimaschutzthemen. Wo sehen Sie da speziell als CFO Ihren Beitrag, wenn es um diese Megatrends geht? Genau, ich glaube, also bei der Digitalisierung war es relativ konventionell nachvollziehbar, auch für die Finanzorganisation, weil wir halt auch bei den Digitalisierungsprojekten relativ gute und zeitnahe Returns auf die Investitionen sehen. Und da fühlt sich der Finanzer dann damit doch eher so von Hause aus wohl. Als wir im März unsere Nachhaltigkeitsstrategie in der nächsten Fassung verkündet haben, waren das interessante Diskussionen, weil wir eben gesagt haben, ja, wir nehmen dafür wirklich Geld in die Hand, 7 Milliarden. Das ist ja doch eine Hausordnung oder eine Größenordnung. Gleichzeitig war es mir total wichtig, dass wir dem Kapitalmarkt auch eine Hausnummer geben, damit die halt ein ungefähres Gefühl dafür haben. Wir haben uns auf Science-Based Targets verpflichtet. Wir haben gesagt, wir wollen unsere absoluten CO2-Emissionen reduzieren bis 2030. Ich finde, wenn man da nicht annähernd sagt, über welche Zahlen wir da sprechen, dann ist das nicht solide und glaubwürdig. So, das wird natürlich jetzt eine spannende Geschichte werden. Wir gehen jetzt durch den ersten Planungsprozess, wo wir halt auch wirklich sowohl bei OPEX als auch bei CAPEX versuchen, diese 7 Milliarden für das Jahr 2022 runterzubrechen. Und da merkt man, dass das schon auch noch ein Lernprozess für die Finanzorganisation ist. Sie sprachen es gerade schon an, Sie sind ein bisschen eigentlich eine Exotin, denn Sie haben Physik studiert, danach ein MBA gemacht. Aber damit sind Sie natürlich ein bisschen alleine unterwegs auf breiter Flur zwischen BWLern und VWLern. Gibt es trotzdem Punkte, wo Sie sagen, bestimmte Strukturen oder Denkweisen haben Sie aus dem Physikstudium mitgenommen, die helfen Ihnen auch im Finanzbereich weiter? Also ich glaube, Physik ist eine super gute Grundlage für ganz, ganz viele Sachen und versuche das auch immer meinen Töchtern klar zu machen, mit bedingtem Erfolg. Also ich glaube, das, was mir heute hilft, ist halt die Fähigkeit, komplexe Probleme irgendwie runterbrechen zu können. Das ist etwas, was man sehr, sehr gut im Physikstudium lernt. Und das andere ist halt ein Gefühl für Zahlen. Also man sieht dann halt schon, kann das jetzt von der Größenordnung passen oder stimmt es nicht? Und das sind, glaube ich, Sachen, die mir auch heute noch sehr, sehr viel helfen. Ich würde mit Ihnen gerne zum Abschluss unsere 3 Fragen machen, mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Frage 1. Die aktuellen Rekordzahlen bei Deutsche Post DHL. Ist das eine Corona-Sonderkonjunktur oder können Sie das dauerhaft halten? Nachhaltig. 2. Frage. Was macht mehr Spaß, Personalvorstand oder Finanzvorstand? Finanzvorstand. Und 3. Frage. Wenn Sie ein Projekt oder Ereignis aus Ihrer Karriere nennen dürfen, wo Sie sagen, da bin ich besonders stolz drauf, was wäre es? Das Timing beim Verkauf der Postbank. Super, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einschätzung. Ich sage nochmal im Namen der gesamten Finance-Redaktion herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung. Lassen Sie sich ein bisschen feiern. Das war Finance TV. Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut.